Guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen nach 10.000 Jahren wieder zu Katakomb Kids. Naja, seit der letzten Folge hat sich schon mal einiges getan, müsste ich sagen. Es hat sich ziemlich vieles getan. Und zwar, was hat sich denn bitte alles so verändert? Erstens, es gibt einen neuen Charakter. Der nennt sich der Wanderer. Er besitzt so gesagt einen fliegenden Roboter, den man hier lesen kann. Und ich muss erstmal wieder wirklich ins Spiel reinkommen. Oh Gott, habe ich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Er besitzt einen Roboter, mit dem man, den man fernsteuern kann, der vor euch Gegner angreifen kann und sonstiges. Er kann auch er hat zum Beispiel so Gegenstände wie eine Blendgranate oder so etwas bei sich. Das ist so ein bisschen mehr wie in die Technologie umgesetzt. Und bevor wir mal richtig mit dem starten, sehen wir rechts oben sogar eine Münzenanzahl. Mit den Münzen können wir tote Charaktere, wenn man stirbt, wiederbeleben. Oder einen Custom-Charakter erstellen, der irgendwie bestimmte Ausrüstung hat. Und umso stärker man für den Anfang macht, umso schwerer, umso mehr Geld müsste man zahlen. Und bevor es richtig losgeht, können wir auf Extra gehen und dann auf Enzyklopädie. Das ist so eine kleine Erklärung von Katakomb Kids, wie zum Beispiel die Welt, this world is of many names of the peoples inhabiting its lands is an old one, und das könnt ihr euch alle mal durchlesen, zum Beispiel verschiedene Fallen, das könnt ihr euch alles hier durchlesen. Ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Was haben wir denn da noch? Inhabe die Kinder, also die Katakomb Kids, da könnt ihr euch so ein bisschen von ihm was durchlesen. Dann so die Grumbles, die Orks, dann die Untoten könnt ihr euch so durchlesen. Und dann auch die Schleime, Slime, Goose-Slime könnt ihr euch da durchlesen. OOG-Slime, keine Ahnung, was es ist. Und so weiter und so fort. Objects, Equipment, alles das. Puh, da gibt es einen Haufen. Okay, bevor wir hier groß rumlabern, spielen wir einmal eine Runde mit dem neuen Charakter. Aber ich muss sagen, meiner Meinung nach gefällt mir die Fähigkeit von diesem neuen Charakter überhaupt nicht. Und ich habe die Musik eigentlich komplett ausgestellt, ich stelle sie einfach mal ganz kurz wieder an. Wird mal wieder auch ein bisschen, glaube ich, meiner Meinung nach ein längeres Video. Ich kann übrigens ja, wenn wir es in der letzten Folge bemerkt haben, wieder schneiden. Schneiden, das ist klar. Wir nehmen uns jetzt einen Charakter. Ich nehme mal den da, weil der hat ziemlich viele negative Eigenschaften, aber der hat dafür viel HP und viel Mana. Jetzt erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich werde wahrscheinlich so oft drauf gehen. Okay, da sind wir. So, wir können erstmal unserem Roboter Befehle geben. Wie zum Beispiel, ich soll ihn auf Angreifen stellen, ich soll ihn auf Defender stellen. Roboter, folgt mir. Ich kann auch, glaube ich, auch selber steuern, weil ich ihn jetzt aufs Spiel gestellt habe. Und ja. Außerdem sollte der Roboter bitte diese Flasche wieder geben. Ich muss also wieder ins Spiel reinkommen. Okay, ein Clear Potion ist das. Hätte ich mir eigentlich schon davor gedacht. Und was kann der, wenn ich mal die Schleimis treffen würde? Der ist ein Trank der Macht und ich krieg Lex, warum auch immer. Spiel, das ist nicht nett von dir. Hör auf, mir Lex reinzudrücken. Ja, lange nicht mehr gespielt. Erstmal wieder ins Spiel reinkommen, ne? Habe ich, glaube ich, schon zum 10.000. Mal gesagt. Also ich dachte, ich hätte schon chill bei mir. Was krieg ich hier für Lex ab? Böses Spiel. Also es gibt, glaube ich, sogar auch so Updates wie, wenn man jetzt gegen eine Gruppe von... und der Roboter kann übrigens kaputt gehen. Rechts unten seht ihr die Lebensleiste, habe ich vergessen. Da habe ich hier noch diese Granate. Das ist... Okay, das ist keine Granate, das ist eine Maschine. Keine Ahnung, was die kann. Geht die jetzt irgendwie hoch? Irgendwas wie Turtle heißt es. Okay, egal.
Wir gehen mal ein bisschen weiter. Was gibt's denn hier so? Böse. Okay, Unsichtbarkeit kann der Tank. Aua. Das ist ja der One-Punch-Man-Schleim, Alter. Natürlich will ich auch diese eine Kugel bekommen. Nein, böse. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein PC gar nicht mehr an dieses Spiel gewohnt ist, dass er deswegen zum Abspasten beginnt. Und ich muss euch sagen, dieser Roboter ist eigentlich so verdammt nochmal unnötig, dass ich tot bin. Ich muss sagen, ich finde den Roboter so verdammt nochmal unnötig, dass ich ihn einfach nie nutze und der mir eigentlich hauptsächlich nur im Weg steht. Deswegen belebe ich mit 2 Coins den Katakomben-Kit wieder, gehe zurück. Ich mache mal einen Daily Run, komm. Das können wir auswählen. Ein Magier und einen Wanderer. Nehmen wir mal den Wanderer. Ein Speer haben wir. Ein Stein. Current Breastplate, minus 2 Speed. Das ist nicht so toll, weil nur eine grüne Brustplatte verlohnt sich nicht. Noch eine Kiste, was habe ich da? Fire and Ice. Nehmen wir mal Eis. Ich komme mir so vor, als wäre ich irgendwie so der Langweiler, einfach nur weil ich hier nichts Besonderes laber oder was weiß ich. Apropos bei Katakomben Kids werde ich wahrscheinlich sehr wenig schneiden. Aua, meine Ohren. Ist es eine neue Fledermausart? Weil die hat irgendwie so lilane Augen. Die kenne ich gar nicht. Na gut, ein Moody Potion. Hier ist gleich der Ausgang, aber ich will natürlich. Falle, Falle. Okay, Moody heißt, also bringt Gift gerade. Ihr wisst ja, die Tränke haben jedes Mal eine andere Fähigkeit. Ein Messer. Was kann das Messer? Speed und intelligent. Dafür weniger Luck. Interessiert mich nicht. So, in den Kisten hoffentlich sind da Kartoffeln drin oder was anderes Tolles. Ja, Schleime genau, die kann ich wenigstens aufessen. Ah, sonst nix. Wusch. Ich finde sowieso Messer generell besser, weil man kann ja immer noch Fähigkeiten kombinieren, wie zum Beispiel, wenn man, es gibt zum Beispiel Tech-Fights, wie, wenn ich die Kampfkombination mache, wenn ich jetzt zweimal schlagen und einmal irgendwie nach rechts gehen drücke oder so, dann mache ich irgendwie so eine spezielle Angriff-Attacke, die kann man zum Beispiel lernen in-game. Und die kann man zum Beispiel auch mit bestimmter Kleidung kombinieren. Zum Beispiel gibt es eine Angriffsattacke, wo ich mich ducke und dann doppelt, glaube ich, schlage. Und dann tue ich, glaube ich, irgendeine Schlagkombination. Und wenn ich dann Blitzschuhe hätte, dann würde ich mit einem Blitzangriff, so gesagt, diesen Schlag kombinieren. Ich glaube, ich würde mal sagen, Out of Leveling. Ich mal sagen, Speed. Speed ist lustig. Sprint Up Walls. So, jetzt haben wir die Fähigkeit, Wände hochzuspringen. Au. Die Waffe macht mehr Schaden und ein Rubinenamulett. Warum nicht? Na, ja, wechseln wir mal von Dolchen zu Schwerte. Eine verrottete Fledermaus brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und das war's mit dem Buch. Hätte ich glaube ich eh nicht gebraucht. Was auch eine Option wäre, wäre es diese lilanen Giftpilze zu essen, wenn man nur ein HP hat. Weil dann verliert man ja keine HP, weil man kann durch Gift nicht drauf gehen. Man kann durch Gift nur bis auf 1 HP runter sinken. Aber dafür füllt sich halt einmal der Hungerbalken. Und der lustigste Teil an dem Pilz ist, das wie so ein Lucky Pilz. Wenn man ihn einmal frisst, dann wird der HP voll gefüllt, aber man ist vergiftet. Also könnte man auch, weil es kann passieren, dass du durch Glück einfach so die Vergiftung einfach verlierst. Dass man einfach durch Glück die Vergiftung verliert. Und man doch vielleicht 1-2 HP höher ist. Kann passieren, aber nicht immer. Deswegen fresse ich Pilze nur, wenn ich 1 HP habe und nichts zum Heilen habe. Apropos, wenn jetzt Speed auf Waffen steht, dann heißt es natürlich, dass die Waffen schneller schlagen, wenn jetzt. Resizing Ruby Amulet of the Void. Okay, was es bedeutet, weiß ich nicht. Bin ich da Gott in Englisch? Mein Ball auf Kuh. Ah ja, falls diese Herzstörgeräusche, das hängt davon ab, dass ich ein bisschen meinen Kopf schüttle, weil
Keine Ahnung, Psycho halt. Nee. Ist halt irgendwie eine Angewohnheit, die eh früher oder später beendet wird. Und was das ist für eine Fähigkeit. Ich glaube, das ist das Ruby Amulett. Das zieht, glaube ich, Gegenstände an. Orange Getränke, ein Orange Potion. Potions oder Tränke, die die Orks immer dabei haben, die sind ja nie schlecht. Regeneration hat sich nicht viel gebracht. Geh du weg von mir. Clear Potion klingt nicht gesund. Okay, der hat mein Moody Potion geklaut, du Bastard. Cold and Smelly. Piranha, komm her. Schön ein Clear Potion. Anscheinend habe ich nicht ausgefunden, was es genau bringt. Magical Motion. Ne. Aber das ist ein Todestrank. Aber kein Gifttrank. Weil sonst würde ich mich vergiften durch den Aufgut, den ich gelassen habe. Böse. Das war gerade ein Fehler von mir. Ich habe jetzt auszusehen Magie angewendet, was ich nichts gebracht hat. Das Ruby Amulett ist ziemlich komisch. Nimm mal Stärke, weil Stärke fehlt uns gerade mal. Rubbish. Ja, durch die Waffe könnte ich Gegner anzünden, aber die Anzündungsrate ist halt nicht so hoch, weil es halt eine kleine Waffe ist. Die Kiste da unten hole ich mir einfach mal nicht. Und Floor 3. Aber auf jeden Fall leckt das Spiel jetzt nicht mehr bei mir. Oder, also, damit mit Lex meine ich halt, dass es so ein paar Standbilder waren. Ja, passiert, wenn man ein bisschen Gift, ja. Wenn man halt Schleim abkriegt. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Waffe hat, es gibt ja verschiedene Waffenarten, wie man, also verschiedene verzauberte Waffen. Es gibt, glaube ich, so eine Art braun-orange Waffenverzauberung, was weiß ich. Schafsbier, minus 3 Speed, das gefällt mir jetzt nicht so richtig. Böse. Davon gibt's, es gibt ja von Waffen ja verschiedene Verzauberungen und dann gibt es auch, glaube ich, eine Verzauberung, die scheint so leicht orange zu sein. Kommt mir so vor bis jetzt. Und also das hat eine definitive Kleidung, die habe ich noch nie gesehen. Au. Idiot. Seine Kleidung interessiert mich einfach mal. Zieh ich mal an. Yeah. Was sich nichts bringt, die Kleidung. Was hat denn der noch so gehabt? Dullstick, okay. Und hier nach oben. Ich habe keinen Plan, wo es so lang geht, aber ich kann es auch herausfinden. Wir gehen nochmal hier. Das war knapp. Nimm die Fackel. Ah, okay. Man muss ja auch manchmal so seine eigene Kombination zusammenschustern, damit man hier irgendwie durchkommt. Das erlerne ich einfach mal. Weil es mir gefällt. So, du Fledermaus, du wirst erstmal vergiftet. Okay, da gehe ich nicht lang. Grund, blaue Fackeln. Blaue Fackeln heißt böser Boss. Und auf einen bösen Boss habe ich keine Lust. Das ist nämlich ein Reaper. Und falls das der Weg ist zum Ausgang, dann muss ich gegen ihn kämpfen. Okay, hier komme ich überhaupt nicht lang. Die Lava hat eine neue Animation, kommt mir gerade so vor. Ich könnte immer noch einen auf dem Assi tun und einfach in die anderen Katakomben gehen. Finding another way. Okay, hier sieht es nicht so positiv aus. Was macht dieser Knopf? Aber wenn ich einmal Finding another way mache, dann wird die Tür hier wieder blockiert. Easy getroffen.
Hihihihi. Ihr wisst nicht, dass ich da bin. Klar, sie kommt natürlich durch. Egal, solange ich hier noch vorbeikomme. Potion of Poison. Au. Da gibt's noch Konsequenzen. Easy Hit, Alter. Ja, komm, geh nach oben. Ich mochte eh keiner. Au, meine Ohren. Und wieder 2 AP. Ich tue mich auch zur Hälfte nur konzentrieren, das rede ich halt nicht so oft. Ich werde, glaube ich, auch andere Spiele ein paar Mal so Let's Playen und langweilig spielen. Eine Kampfaxt. Die ist geil. Eine neue Waffe hätte ich immer wieder gebraucht. Hey, wo rennst du denn hin, Kollege? Komm doch her. Mit einem Schlag auseinandergenommen, sogar Arm abgeschnitten. Okay, die Waffe hat viele. Ein guter Attribut, aber auch wirklich wenig negative. Okay, wenig negative, aber die mittelwenige sind mir halt mehr wertvoll. Ein grüner Trank, was bringt's ja? Elektrotrank trinke ich auf gar keinen Fall. Ich will den Orb finden. Charge-Schuhe. Wenn ich auf jemanden drauf hüpfe, elektrisiere ich sie. Aber wenn ich dafür ins Wasser springe, kriege ich auch ziemlich viel Elektroschaden. Weil ich diese haben, was als besondere Schuhe sind. Ich meine, mein Charakter ist ein Mädchen, ne? Ihr müsst das ja wissen. Oh ne, nicht schon wieder ein Reaper, geht weg. Jacket Axe. Kenn ich nicht, ich nehm's einfach mal mit. Oh Gott, ich darf hier nicht richtig vorbei. Ich nehm einmal Fans. Was sehen wir so? Attack just before being hit to do a strong parry. This throws when your weapon clash or up critical. Also ich könnte einen kritischen Treffer machen, wenn ich irgendwie einen treffe, was weiß ich. Mein Englisch ist ja over 9000, ne? In meinen tollen Sprüchen. Diese Körner da sind ziemlich nützlich, geht um mir aus den Augen. Warum hast du lila Augen? Geh weg. Du hast auch lila Augen. Mag so. Schade. Ich mag zwar die Farbe lila, aber. Naja. Der scheint mir Verräter zu sein. Wenn man diese Kerminals oder wie man sie nennt, so. Das ist wie Popcorn, das kann man so poppen. Das sind gerade ein bisschen falsch. Man kann sie so braten, dann kommt Popcorn raus und das ist irgendwie so magisches Popcorn, wenn man das frisst, dann kriegt man halt eine tolle Heilung ab. Inky Potion, was bringt der? Naja, okay. Ich will nichts mit diesem komischen Reaper zu tun haben. Hier war ich noch nicht. Da ist auch ein Inky Potion, also kann ich noch mal Leute verbrennen. Ne, ist ein Mana-Trank, was bringt denn der jetzt? Nicht viel. Ich glaube, ich habe den jetzt gerade mit einem Stein erschlagen. Invisibility trinke ich später. Dead, ja, tote Fledermaus. Wie ging nochmal dieser Angriff? Genau, es gibt ja so eine Rollbash-Attacke, wenn ich hier rolle und dann angreife, dann mache ich so eine. Ich springe auf dich drauf und vergewaltige dich Taktik. Und die ist halt ziemlich gut, wenn du halt einen einzelnen Grumble oder so siehst oder ein einzelnes Vieh und dir sicher bist, da kein anderer ist, dann kann man auf den drauf springen und einfach. Okay, wie viel Leis befolgen? Okay, irgend.
Etwas ist hier nicht positiv. Du verschwindest hier nicht. Du bleibst schon hier. Nein, ich will keinen Speer. Was ist denn das überhaupt für ein Speer? Naja, nicht so ein guter Speer. Schimmerndes Amulett. Nehme ich mir mal. Hier gar kein Risiko ein und lass einfach alles abwarten. Dies will ich haben, weil ich habe Hunger. Too many traps. Würde ich sagen. The hell. Du hast wieder lila Augen. Ich trau dir einfach nicht. Oh nein, das war ein Machttrank. Oh, man hat nichts gehört. Also blauer Trank ist ein Trank der Macht. Du bist auch tot. Wäre cool, wenn man irgendwie auch Fallen aufstellen könnte, wenn man zum Beispiel so Seile oder so finden könnte. Oder so ein Stolperdraht machen könnte. Diese Fledermaus hat eine komische Fähigkeit. Und da ist ein Skelett, was gerade gegen den anderen kämpft und die sehen kann, weil ich nicht weiß. Da ist ein dicker Grumble, Alter. So, jetzt gibt's hier Bossfight hier. Oh Gott. Ah Gott, das ist ziemlich negativ. Ich wollte eigentlich ihn normal angreifen und nicht irgendwie auf ihn drauf springen. Aber naja. Ich würde sagen, das war erstmal wieder für diese Folge und wir sehen uns mal bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss.